Oh, wir haben schon wieder fliegenden Wechsel hier im Studio gehabt. Und zwar haben wir es schon die ganze Zeit freudig angekündigt. Wir haben einen Australier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Fred Lehmann. Hallo, guten herzlich Tag. Willkommen. Hallo, also eigentlich Kölner. Kommen wir ursprünglich aus Köln-Nippes. Ich bin in Köln aufgewachsen, in Köln-Kratzerstraße. Und zur Schule bin ich in der Gartenstraße gegangen. Und also ich muss sagen, ich habe eine sehr schöne Jugend hier gehabt. Ja. Doch die Wanderlust, wie ich 19 war. Und da bin ich nach Australien gefahren. Und nach 2 Jahren da bin ich wieder zurückgekommen. Und wie ich in Australien die ersten 2 Jahre war, da habe ich immer ein bisschen gemeckert, wie schlecht es da ist und wie gut es in Deutschland ist. Und dann bin ich wiedergekommen und dann habe ich gemeckert die andere Seite. So, da bin ich wieder zurückgegangen. Wollte aber nicht da bleiben. Aber da habe ich meine Frau kennengelernt und Familie und so was. Jetzt bin ich schon immer hier, noch immer da. Aber das ist aber die Frauen schuld, ne? Ja, ja, das sind die Frauen schuld. Und ich bin zwar 5-6 Mal schon hier gewesen auf Besuch. Mhm. Meine Frau ist der zweite Besuch jetzt. Und im Moment, es gefällt uns wunderbar hier. Wir sind jetzt schon 10 Tage hier und ich muss sagen, ich habe 5 Kilo zugenommen. Hui, ja, so schnell. Ja, aber ich glaube, das. Vom Kölsch oder ich glaube, das ist die Waage, die muss da zeigen. Die Waage ist anders als in ja, Australien. Ja, ich bin mir sicher da. Jetzt haben Sie schon Akzent, man hört's. Sprechen Sie denn noch Deutsch vor Ort dann überhaupt in oder Australien? Australien, also für die letzten 35 Jahre glaube ich kaum. Die ersten paar 10 Jahre, da hat, ja, aber jetzt nicht mehr. Ne? Aber man verlernt es irgendwie nicht, ne? Man tut es nicht verlernen. Ja. Und ich muss sagen, das Schreiben, da habe ich immer Angst gehabt, wieder zu schreiben, wie ich am Internet war. Das Internet hat mir sehr geholfen, weil Leute schrieben mir und ich habe wieder geschrieben und da geht das, ja. Sie haben uns ja auch schon oft geschrieben. Ja, ne? Ja, ich habe das erste Mal, habe ich glaube ich, im März habe ich das entdeckt. Und ich bin begeistert, gucke ich mir immer an. Wie haben Sie das entdeckt überhaupt? Helmut Krämer, der hat die Homepage, oder er und ich haben die Homepage von Nostalgia Colonia. Und der schrieb mir die Adresse. Und ich habe nur die Adresse reingesteckt und plötzlich habe ich ein Bild da. Ne? Sehr schön. Und das gucken Sie auch sehr häufig? Sehr häufig. Ein bisschen umständlich, weil die Zeiten sind verschieden, aber Sie sind ja 24 Stunden on air und da kann man sich immer angucken, wenn man will. Ja, es wird ja oft wiederholt, ne? Und das auch. Was gucken Sie gerne? Rein Zeit oder eher rein Sport? Oder? Nee, Sport, bin ich nicht so ein Sportman, aber ich sehe mir gern was Sie zeigen jetzt. Und wenn sie durch die Vororte gehen, so das schöne Leben, wie in Köln erlebten. Stadtteilporträts. Ja, ja, ja. Und ich habe eine Karnevalssitzung gesehen, die war von Nippes. Ich glaube, wir haben ja ganz viele Karnevalssitzungen gezeigt. Ja, aber das war unheimlich gut gewesen. Ja. Und da kommt auch nach so langen Zeiten, bekommt man doch noch ein bisschen Heimweh. Ne? So. Was vermisst man noch in Australien? Was man vermisst? Ja. An Köln jetzt, was gibt's? Was hätten Sie gerne in Australien, was es nur in Köln gibt vielleicht? Karneval. Den Karneval, den gibt es leider nicht da. Ne? Und der schöne Rhein und der Dom. Also der Dom ist ja unheimlich schön. Wir sind jetzt schon ein paar Mal drin gewesen, wir haben einen Rundgang gemacht. Wir sind durch die Schatzkammer gegangen und am Sonntag gehen wir da zur Messe. Jetzt einmalig. Und ich muss sagen, Köln ist eine richtige Bustling. Town oder Bustling? City, Bustling. Bustling, ich meine, beschäftigt, busy town. Ja. Ja. Also hier die Stadt lebt sozusagen. Die Stadt ist sehr, okay, die Stadt lebt. Was ist denn schöner, die Oper von Sydney oder der Kölner Dom? Der Kölner Dom. Die Oper in Sydney ist wunderbar, aber der Kölner Dom ist, nein. Ich kann mich noch erinnern, wie wir nach Köln kamen, 1948. Das war gerade an meinem 7. Geburtstag. Und ich weiß, wir sind aus dem Dom gekommen, aus dem Hauptbahnhof. Und da war ja alles Trümmer gewesen. Und da gucke ich links und da sehe ich die Kirche. Da war ich begeistert. Und ich bin jetzt noch begeistert darüber.
Das glaube ich. Ja, ist sehr schön. Jetzt sind Sie auch mit einem Kollegen von uns mal durch Köln gelaufen und wir haben so ein bisschen Bildmaterial vorbereitet. Da schauen wir mal eben gemeinsam rein. Okay, dann. Durch Nippes, ne? Ah, ja. Wo sind wir da? Da sind wir an meiner alten Volksschule. Das ist die erste Schule, die ich hier in Köln besuchte, in der Gartenstraße in Köln-Röhl. Da war ich von 1948. Na, hier ist, wo wir gewohnt haben. Nicht die drei Fenster. Hier zeige ich, wie ich da wohnte, konnte ich an den Klingeln nicht rankommen. Da musste ich mich hochstrecken. Und wo sind wir hier? Ach, das ist meine alte Stammkneipe, war da gewesen. Ach, die ist da. Die ist weg vor ein paar Jahren. Und ich habe Bilder auf meinem Internet, da habe ich das Bild noch, wie es früher gewesen war. Hier ist die Schule am Blücherplatz. Das